Hallo? Schönen guten Tag, Ruf. Ich hätte Ja. gern mit dem Herr Eberhard Gärtner gesprochen. Ja, der ist am Telefon, junge Frau. Sind das ist sehr reich, Herr Gärtner. Und so, Sie Ja. hatten ja ein Online-Gewinnspiel teilgenommen und haben drei Fragen beantwortet. Können Sie sich daran noch einigermaßen erinnern? Ja, das ist noch nicht so lange her gewesen, glaube ich. Das war gestern oder vorgestern, Herr Gärtner. Dann kann ich mich da gerade noch dran erinnern. Genau, und zwar Herr Gärtner. Denn Sie haben einen Treffer gelandet, ne? Denn Sie Ja. haben den Euro-Joker für einen Monat gewonnen. Und da Oh. haben Sie auch jeden Tag die Chance auf die 10.000 Euro. Die werden ja verlost, die 10.000 Euro, ne? Die 10 Zehn, Jahresrenten. zehntausend Euro. Ja, da haben Sie jeden Tag die Chance, sie zu treffen, Herr Gärtner. Oh, das ist ja wunderbar. Genau, Sagen die Sie, ich Renten, die müsste Sie. gerade kurz das Essen von Herd nehmen. Können Sie Minütchen warten? Ja, machen Sie in Ruhe, Herr Ja, Gärtner. bin sofort wieder. Das ist ja. Ja, da hast du das gehört. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ja, ich habe meine Frau geschickt. Sonst hätte das länger gedauert. Ist kein Problem, Herr Gärtner. Machen Ja. Sie in Ruhe. Ja, ich bin ja, Genau. oder meine Frau ist jetzt ja dabei. Ich bin jetzt voll bei Ihnen, so. Und zwar, Herr Gärtner. Wie Ja. gesagt, Sie nehmen jetzt einen Monat lang kostenlos, da sind Sie dabei und haben jeden Tag die Chance, Sie zu treffen. Und Wie bitte? Wie bitte? Herr Gärtner, die Renten, die Sie treffen können, die sind auch immer steuerfrei, ne? Was sind die? Die Renten, die Sie treffen können, die sind immer steuerfrei, die Sie gewinnen können. Steuerfrei? Genau. Das ist gut, nicht, dass die Merkel das kriegt. Nein, Herr Gärtner. Gut. Und Herr Gärtner, Ja. dadurch, weil Sie jetzt noch eine Glückssträhne haben und Sie an mich weitergeleitet worden sind, haben Sie jetzt auch noch den Anspruch auf die größte SKL-Gewinnaktion aller Zeiten, ne? Auf was bitte? Auf die Können Sie größte. ein bisschen lauter und langsamer sprechen? Klar, kein Problem, Herr Gärtner, Entschuldigung. Danke. Also, Na, ich bin Sie ja haben. schon älter. Ist kein Problem. Ja. Also. Und zwar dadurch, weil Sie jetzt noch eine Glückssträhne haben und Sie an mich weitergeleitet worden sind, haben Sie auch noch den Anspruch auf die größte SKL-Gewinnaktion aller Zeiten, Herr Gärtner. Was ist das denn? Die Süddeutsche Klassenlotterie, die kennen Sie ja, ne? Ja, ich wohne ja in Süddeutschland. Genau. Ja. Also die SKL, die kennen Sie, ne? Ja, immer mal wieder gehört, aber ich habe da nie persönlich Bekanntschaft mitgemacht. Also, Herr Gärtner, und zwar, wir müssen jetzt von Juni bis November insgesamt 1,2 Milliarden Euro auslimitierte 3 Millionen Lose verteilen. Und Sie merken ja auch selbst, es ist deutlich mehr Geld vorhanden als Lose. Und dadurch haben Sie jetzt höhere Gewinnchancen bei uns. Könnten Sie Also, bitte das Mikrofon aus dem Mund nehmen? Ich kann Sie sehr schwer verstehen. hören Sie mich denn jetzt, Herr Gärtner? Wenn Sie jetzt noch ein bisschen lauter sprechen könnten, dann wäre das wunderbar. Also, Herr Gärtner. Jetzt ist das super. Vielen Dank. Bitteschön. Also, wir müssen jetzt von Juni bis November 1,2 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose verteilen. Und Sie merken ja auch selbst, ne? Es ist deutlich mehr Geld vorhanden als Lose. Und dadurch haben Sie höhere Gewinnchancen. Also es werden täglich 1.000 mal 1.000 Euro gezogen, jeden Tag 6 Monate lang. Haben Sie gerade 1,2 Milliarden gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Genau, die werden wir verteilen auf 3 Millionen Lose. Ja, also so 500.000 würde ich nehmen. Da könnte ich mein Haus abbezahlen. Also Herr Gärtner, es werden täglich 1.000 mal 1.000 Euro gezogen, jeden Tag. Ja, das ist Genau. gut. Und das Und habe ich am Wochenende. gewonnen. Herr Gärtner, noch haben Sie nicht gewonnen. Also da Ach haben Sie, wie so. gesagt, da haben Sie die Chance, Sie zu treffen, jeden Tag, ne? Wer will mich treffen? Da haben Sie die Chance, die 10.000 Euro, also die 1.000 Euro zu treffen, Herr Gärtner. Wie meinen Sie mit treffen? Zu gewinnen. Ach so, ja, sagen Sie das doch gleich. Ich bin ein Genau, armer Herr Gärtner. alter Mann, ich habe da keine Ahnung von. Ist kein Problem, Herr Gärtner. Ja.
Und Sie kennen das ja, wenn einer die Million hat, gehen die anderen immer leer aus. Und Ja. deswegen stückeln wir jetzt auch die Millionen. Was wird zerstückelt? Die Millionen. Ja. Damit jeder was vom Stück Kuchen abbekommt, so wie Sie. Das ist sehr nett von denen. Wer hat Genau. das denn beschlossen? Ist das auch die Frau Merkel gewesen? Herr Gärtner, Entschuldigung, Träger sind alle 16 deutsche Bundesländer. Was haben die ausgetragen? Träger sind alle 16 deutsche Bundesländer. Ja, alle. Genau. Auch Bayern, weil die wollen ja immer ein eigenes Land werden, hört man ja immer in den Nachrichten. Genau. Ja, oh ja, dann kann das ja nicht klappen, wenn die da noch mitmachen. Da bin ich ja beruhigt. Also Herr Gärtner, Ja. und sollten Sie auch bis zum 5. Monat keinen Gewinn erzielen, was ja Ja. bei diesen Konditionen jetzt hier nicht möglich ist, schenken wir Ihnen sogar noch den letzten Monat. Das ist dann auch die Königsklasse, das sechste Klasse Spezial. Und da werden sogar allein in einem Monat 390 Millionen ausgespielt. 390 Millionen? Das Genau. ist ja eine unglaubliche, wo kommt das Geld denn her? Das ist ja eine unglaubliche Menge. Herr Gärtner, wie gesagt, Träger sind alle 16 deutsche Bundesländer. Ja, aber die geben doch nicht mal eben 1,5 Milliarden fürs Lotto raus, oder doch? Das sind alle 16 Leute, der SKL, die ist ja auch staatlich. Also wir sind ja eine süddeutsche Klassenlotterie, die staatliche Lotterieeinnahmen. Ja, und ja, ich hab ja, wenn Sie das sagen, wird das richtig sein. Ich habe da keine Ahnung von. Das erhalten Sie auch alles schriftlich von mir. Alles andere wäre ja auch nichtig. Alles was bitte? Das erhalten Sie auch alles schriftlich von mir. Ja, so, Alles, das finde ich gut. genau, alles andere wäre ja auch nichtig. Was bedeutet das Wort? Alles andere, was Sie nicht von mir schriftlich erhalten, wäre nichtig. Ja, okay, habe ich verstanden. Genau, Herr Gärtner. Ja, hat das Und aus. eigentlich einen tieferen Hintergrund, dass Sie alle 10 Mal in der Minute meinen Namen sagen? Müssen Sie das machen? Also, ich muss das nicht machen. Entschuldigung. Es wundert mich nur. Ich habe selten, nicht mal meine Mutter sagt so oft meinen Namen, als sie noch gelebt hat. Es stört mich nicht, ich wollte es nur wissen. Da vergesse ich zumindest nicht, wie ich heiße. Und das kann bei mir schon mal vorkommen. Bin ja schon älter. Ne? Also Herr Gärtner, und Sie haben ja auch den Vorteil bei uns, Sie spielen ja auch ohne Unterschrift. Ohne was Sie spielen bitte? ohne Unterschrift. Was bedeutet das? Dass Hallo? Sie ohne unter, dass Sie nicht unterschreiben. Ach so, ja, sagen Sie das doch gleich. Genau, also Sie spielen auch mit streng limitierter Losauflage. Was ist das? Streng limitierte Losauflage, Herr Gärtner. Ja, was bedeutet das? Ich kenne den Ausdruck nicht. Ich bin ja kein Physiker. Das heißt gerechtere Gewinnverteilung, Herr Gärtner. Ach, sowas wie Kommunismus. Ja, das ist in Ordnung. Finde ich gut. Und Herr Gärtner, ich habe Ja. für Sie drei Pakete reserviert, wobei Sie sich auch eines aussuchen dürfen. Und das Ja. erhalten Sie alles noch einmal schriftlich von mir in 14 Tagen, ne? Ja. Aber haben Sie nicht Also, gesagt, das geht im Juni los? In 14 Tagen ist ja gerade mal Mai. Nicht, aber dass das ich da erhalten was Sie, verpasse. das müssen Sie, also das erhalten Sie aber schon mal in 14 Tagen von mir, Herr Gärtner, damit Sie sich das auch alles durchlesen können. Ja, mit Durchlesen ist schwierig. Ich kann ja nicht mehr gucken. Nicht mehr so gut. Können Sie mir das vorlesen? Herr Gärtner, das erhalten Sie alles schriftlich nach Hause geschickt. Ja, das habe ich verstanden. Da können Sie mit Ihrer Frau zusammen das lesen. Ja, dann muss meine Frau das lesen. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann hat die was zu tun, außer die Rätsel zu machen. Entschuldigung? Ich sag, dann hat meine Frau was zu tun, außer Rätsel zu machen. Und Herr Gärtner, ich habe ja, wie gesagt, drei Pakete für Sie reserviert.
Das sind zum einen das Einstiegspaket mit drei Losen zu monatlich 45 Euro. Da beträgt die Gewinnchance ja auch über 90%, ne? 9%? 90%. 99? Genau. Ja, aber, ja, okay. Oh. Die goldene Mütze, meine persönliche Empfehlung, mit vier Losen zu monatlich 60 Euro. Da beträgt die Gewinnchance auch über 95%. Wie bitte? Da beträgt die Gewinnchance auch über 95%. Dann das Profi-Paket mit 5 Losen zu monatlich 75 Euro. Da beträgt die Gewinnchance auch über 98%. Und Herr Gärtner, die Lotterie, die ist ja auch begrenzt. Die läuft ja auch nur von Juni bis November. Länger noch nicht, weil dann auch die 1,2 Milliarden Euro ausgespielt sind. Und ja. Ich gebe Ihnen da auch extra meinen Namen zum Aufschreiben und auch eine Codenummer. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist ein Profi-Paket. Darf ich das als Anfänger überhaupt machen? Weil ich habe von solchen Sachen ja gar keine Ahnung. Ich bin da ja kein Profi, sozusagen. Klar dürfen Sie das machen, Herr Gärtner. Sie entscheiden ja schließlich selber. Ja, wenn meine Frau nicht da ist, darf ich immer selber entscheiden. Also, Herr Gärtner, und haben Sie denn gerade was zum Schreiben da, damit ich Ihnen meinen Namen geben kann oder auch eine Codenummer? Soll ich was zum Aufschreiben holen? Genau. Ja, ich muss ja mal kurz in der Schublade suchen. Okay. Und das ist dann, wenn Sie sagen, das sind so 95%, bezieht sich das dann auf die 1000 mal 1000 an Tag oder auf das Gesamtspielergebnis, junge Frau? Bei 1000 Ziehungen täglich, das, wie gesagt, gibt es ja auch 1000 mal 1000 Euro Ziehungen jeden Tag, ne? Ja, und habe ich dann bei jeder von diesen Ziehungen 95%? Genau, also Sie nehmen ja jetzt jeden Tag, haben Sie die Chance, die 1000 Euro zu treffen, Herr Gärtner, ne? Ja, wo muss ich da denn hinkommen für? Herr Gärtner, Sie müssen nicht links winkeln, Sie werden benachrichtigt. Ja, ist das dann so wie im Fernsehen, dass Sie da an die Kugel drehen? Also, Herr Gärtner, ja? Die SKL, die können Sie auch auf der ARD, ZDF oder einer Tageszeitung verfolgen. Ja, das, wenn das aber 1000 Mal am Tag da gemacht wird, wie soll ich das? Die haben doch gar nicht so große Zeitungen, gibt das doch gar nicht. Auf der ARD oder ZDF können Sie auch verfolgen, im Fernsehen. Ja, aber Sie haben doch gesagt, das wird 1000 Mal gezogen. Die bringen genau das doch nur ein-, zweimal die Woche. Da werden Sie auch benachrichtigt, Herr Gärtner. Und bei 1000 Ziehungen jeden Tag für 1000 Euro 6 Monate lang. Da fragt man sich ja auch nicht mehr, ob Sie gewinnen werden, sondern wie oft. Ja, wie viel gewinnt man denn da so im Durchschnitt? Der kleinste Treffer, den Sie treffen können, Herr Gärtner, ja, wäre 200 Euro nicht weniger. Also um Gottes Willen, Sie können bei uns keine 3 Euro gewinnen. Haben Sie nicht gerade gesagt, da werden 1000 mal 1000 verlost? Jetzt sind wir bei 200 angekommen. Die kleinste Verlosung, Herr Gärtner. Ach so. Genau. Ja. Da können 200 Euro treffen nicht weniger. Also um Gottes Willen, Sie können keine 2 Euro bei uns gewinnen. Nee, das wäre ja ein bisschen wenig. Ich habe ja mal so vor einer Woche, da ist ja bei uns so ein Flohmarkt gewesen. Da konnte man auch so an der Losbude sich so Lose kaufen. Da habe ich eine Flasche Wein gewonnen. Mhm. Ja, haben Sie denn gerade was zum Schreiben da, Herr Gärtner? Ach, Entschuldigung, das wollte ich ja machen. Das habe ich ganz vergessen. Reicht da ein kleines Blatt oder muss ich mehr aufschreiben? Nee, die müssten sich einmal nur meinen Namen und eine Codenummer aufschreiben. Ja, wie viele Stellen hat denn die Codenummer? Ist da A3, A5 oder ein A7-Blatt eher angebracht? Oder A4? Ein kleines Blatt reicht schon, Herr Gärtner. Ja, ich muss gerade mal die Schublade für die kleinen Blöcke aufmachen. Also das ist ja im Prinzip, ich kann das kurz ausmessen zur Sicherheit. Das sind im Prinzip 9 mal... 18 Zentimeter, wird das reichen? Ja. Ja, ich habe dann
Kugelschreiber oder Bleistift lieber? Das ist egal, Herr Gärtner, aber die Codenummer, die ist sehr wichtig. Bitte ganz gut aufbewahren. Ja, und was, wofür brauche ich das? Diese Codenummer, die ist aus Sicherheitsgründen da. Ja, was macht man damit? Mit der melden wir uns nun immer in Zukunft telefonisch bei Ihnen. Sollte diese Codenummer nicht durchgegeben werden, dann legen Sie auch bitte auf, dann sind wir das ja auch nämlich nicht. Denn wir rufen Sie auch immer von der S und die Gewinne, die überweisen wir auch immer innerhalb 3 Werktage steuerfrei auf Ihr Konto, ne? Ja, und wenn einer diese Nummer nicht sagen kann, soll ich dann die Polizei anrufen, wenn das da um Geld geht? Herr Gerda, dann legen Sie sofort auf. Ja, aber soll ich dann auch die Polizei anrufen? Das muss ich ja Das vorher brauchen Sie nicht, Herr wissen. Gärtner. Wie gesagt, legen Sie einfach direkt auf. Ja, aber vielleicht ruft er dann ja wieder an. Das liest man ja immer in der Zeitung da, diesen Enkeltrickbetrüger. Nicht, dass die dann zu mir kommen wollen, wenn die dann wissen, dass ich Geld habe, plötzlich. Verstehen Sie, Ja, was ich meine? da können Sie das machen. Ab, da Ja. können Sie das machen. Genau. Muss ich der Polizei dann auch die Nummer geben? Herr Gärtner, also die Polizei, die kann ja auch, wie gesagt, das verfolgen, ne? Und wie Ja. gesagt, bei uns sind sie aber sicher, weil wir sind ja die SKL, wir sind ja auch eine staatliche Lotterie, ne? Ja, das weiß ich ja. Soll ich Genau, die das? SKL, die kennen Sie. Ja, die SKL und die NPD. Soll ich das dann aufschreiben? Hallo? Entschuldigung? Ja? Soll ich das jetzt aufschreiben oder Ja, wollen? schreiben Sie sich meinen Namen auf. Ja, bitte. Mein Name ist Emily Hof. Wie bitte? Emily Hof. Wie schreibt man das? E. Ja. M. Ja. E. Ja. L. Ja. Y. Y. Ja. Und dann Hof, wie der Hof. Wie der Bauernhof. Genau, nur ohne Bauern. Ja, die Bauern gibt's ja auch fast nicht mehr. Die werden ja alle in die Pleite getrieben. Haben Sie sich denn meinen Namen aufgeschrieben, Herr Gärtner? Ja, und wenn da jetzt einer anruft, der das nicht sagen kann, dann muss ich mit Ihrem Namen bei der Polizei anrufen, haben Sie ja? Entschuldigung? Oder nicht? Schreiben Sie sich auch einmal die Codenummer auf, die 2412. 24, da ist ja Weihnachten. Genauso wie Heiligabend, Herr Gärtner. Ja, das ist das Geheimwort. Genau, also die ist sehr wichtig, damit dieser Codenummer mailen wir sonst zurück auch immer telefonisch bei Ihnen. Ja. Und sollte diese Codenummer nicht durchgegeben werden, dann legen Sie auch bitte auf, dann sind wir das ja auch nämlich nicht. Ja, aber das mit vier Zahlen ist ja sehr kurz. Können wir da ein längeres Codewort nehmen? Weil wenn ich zum Also Beispiel so ein E-Mail-Account machen will, dann muss das Passwort ja mindestens 9 Zeichen lang sein. Sonst ist das ja nicht sicher, sagt der Goggle. Herr Gärtner, die 4 Zahlen, die können sich ja die Teilnehmer dann gut merken. Deswegen haben wir das so gemacht. Ja, aber ich kann mir das hier aufschreiben. Können wir da noch einen Buchstaben hintersetzen? Herr Gärtner, die Codenummer lautet 2412. Also wir können die nicht ändern, ne? Ach so, dass wir da noch ein G für Gärtner hintersetzen, geht nicht, oder was? Nee, Herr Gärtner. Ach so, ich wollte zumindest gefragt haben. Jetzt ist mein Stift runtergefallen. Und was soll ich jetzt mit der Nummer machen? Gut aufbewahren, Herr Gärtner. Darf Und die meine Gewinne. Frau das wissen oder ist das geheim? Ihre Frau darf das wissen, Herr Gärtner. Ja, okay. Und die Gewinne, die überweisen wir auch immer innerhalb 3 Werktage steuerfrei auf Ihr Konto. Wie Und Herr bitte? Gärtner, die Gewinne, die überweisen wir auch immer innerhalb 3 Werktage steuerfrei auf Ihr Konto. Und Herr Ja. Gärtner, dann müsste ich jetzt auch wissen, welches von den 3 Lospaketen ich Ihnen zusenden darf. Haben Sie noch im Kopf oder soll ich das nochmal wiederholen? Was denn bitte? Die 3 Lospaketen, welches darf ich Ihnen zusenden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das gar nicht merken können. Herr Gärtner, ich wiederhole das nochmal gerne, das ist kein Problem. Ja, bitte. Das sind zum einen das Einstiegspaket mit 3 Losen zu monatlich 45 Euro. Ja, Da und beträgt die, sind, ja? wenn, das wird jetzt 1000 Mal am Tag ausgelost. Und
Habe ich dann je mit drei Losen dreimal die Chance oder wie muss ich das verstehen? Herr Gärtner, rein rechnerisch gewinnt jedes zweite Los. Ja, aber das wird ja öfter gezogen, das Los, oder nicht? Genau, da haben Sie jeden Tag die Chance, Sie zu treffen, ne? Also das quasi, das wird tausendmal verlost und ich schmeiß da quasi drei Lose jedes Mal rein. Genau. Und wie viele Leute schmeißen da noch drei Lose rein? Wir haben mehr Geld zur Verfügung als Lose, Herr Gärtner. Ja, das habe ich ja verstanden. Das ist ja trotzdem meine Frage, wie viele da mitmachen. Also wir stückeln die 1,2 Milliarden Euro auf 3 Millionen Lose. Ja, was ist dann durchschnittlich? Wie viel kriegt dann jeder? Es wäre also 1000 mal 1000 Euro Ziehung, jeden Tag 6 Monate lang. Ja. Genau, und an den Wochenenden gibt es sogar bis über 300.000 Ziehungen. Ja, am Wochenende bin ich aber immer zu den Schachspielen. Muss ich dafür Herr zu Gärtner. Hause sein oder ist das Nein, egal? Nein, dafür müssen Sie nicht zu Hause sein, Herr Gärtner. Ach so. Genau, dann müsste ich jetzt auch wissen, welches Lospaket ich Ihnen zusenden darf. Ja, das erste haben wir jetzt ja gerade besprochen. Soll ich das nehmen? Sie entscheiden selber, was Sie einsetzen möchten, Herr Gärtner. Was waren denn die anderen beiden? Das Einstiegspaket mit 3 Losen für monatlich 45 Euro. Da beträgt die Gewinnchance über 90%. Dann die goldene Mitte, meine persönliche Empfehlung. Ja. Mit vier Losen für monatlich 60 Euro. Da beträgt die Gewinnchance auch über 95%. 95? Genau. Ja. Dann das Profi-Paket mit 5 Losen ja. für monatlich 75 Euro. Da beträgt die Gewinnchance auch über 98%. Da müsste ich jetzt auch wissen, welches von den 3 Lospaketen ich Ihnen zusenden darf. Was ist denn das Beste? Herr Gärtner, Sie entscheiden ja auch selber, was Sie einsetzen möchten. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie die goldene Mitte. Das ist ja auch meine persönliche Empfehlung. Ach so, ja, dann wäre das, glaube ich, am interessantesten. Hm? Soll ich Ihnen dann die 4 Lose zusenden, Herr Gärtner? Ich finde das sehr sympathisch. Herr Gärtner, dann sende ich Ihnen einmal die goldene Mitte auf die Straße, Schulstraße 42-25813 Südermarsch, ja? Nee, das ist Husum, heißt die Stadt. Aber Schulstraße 42-25813 ist richtig? Ja, da hat einer die Stadt versaut. Ich bin nicht umgezogen. Wie heißt denn Ihre Stadt? Husum. Können Sie mir das buchstabieren? Ja, Heinrich. Ja? Untergang. Ja. Sieghardt. Ja. Untergang. Ja. Messerschmidt. Ja. Ja, das war's. Mehr kommt nicht. Husum? Ja. Können Sie noch mal buchstabieren? H. U. S. Wie bitte? H wie Heinrich. Ja. U wie Ute. Ja. S wie Sand. Ja. U wie Ute. Ja. Und M wie Meer. Ja, das ist richtig. Können Sie die Postleitzahl nochmal buchstabieren? 25813. Ja, das ist auch meine dann. Das ist, jetzt stimmt das. Da hat das jemand falsch eingetragen. Aber nicht, dass da auch meine Geheimnummer falsch eingetragen wird. Nein, Herr Gärtner. Das ist, und Herr Gärtner, dann sende ich Ihnen die 4 Lose auf die Schulstraße, wie gesagt. Dann müsste ich jetzt auch wissen, wann Sie geboren sind, wegen der Volljährigkeit. Das kennen Sie ja. Wegen was, bitte? Wegen der Volljährigkeit. Volltrunkenheit? Volljährigkeit. Was ist damit? Ich müsste nur einmal Geburtsdatum wissen. Ja, wann haben Sie denn Geburtstag? Sie sind doch bestimmt schon volljährig. Das müssen Sie mir doch nicht sagen. Ich glaube Ihnen das. Herr Gärtner, ich müsste wissen, wann Sie geboren sind. Ach so. Ja, am 20. April 45. Dann haben Sie ja wohl Geburtstag, ne? Ja, das ist noch eine Woche.
Genau, und volljährig sind Sie ja auch schon, Herr Gärtner. Ja, schon ein paar Jahrzehnte länger, nicht wahr? Herr Gärtner, haben Sie denn auch eine E-Mail-Adresse vorhanden? Ja, ich habe mehrere. Welche möchten Sie denn haben? Da benachrichtigen wir Sie dann auch per E-Mail, ne? Worüber denn? Über Gewinne, Herr Gärtner. Ja, das ist ja schwierig. Ich kann ja nicht mehr so gut lesen. Können Sie mich dann vielleicht anrufen? Anrufen, Herr Gärtner? Wie bitte? Anrufen? Ja, wen denn? Genau, da können wir Sie anrufen, Herr Gärtner. Das ist kein Problem. Ja, das ist sehr gut. Ich bin jetzt aber... Wie bitte? Der erste monatliche Betrag von 60 Euro zuzüglich 3,50 Euro für die Nebenkostenpauschale, kein Cent mehr, wird erst nach 2 Wochen nach Erhalt der Unterlagen von Ihrem Konto abgebucht. Am 16. erfolgt dann die zweite und für Juli und dann immer zur Mitte des Monats. Und Herr Gärtner? Zur Mitte des Monats, haben Sie nicht gerade gesagt, das kommt dann innerhalb von ein paar Tagen aufs Konto, wenn ich das gewonnen habe? Herr Gärtner, entschuldigen Sie, Sie zahlen ja, um gewinnberechtigt zu sein, ne? Um was muss ich machen? Für den Gewinn einsetzen. Ja, haben Sie nicht am Anfang, wo Sie mich angerufen haben, gesagt, ich darf das einen Monat lang testen? Jetzt wollen Sie plötzlich Geld von mir haben. Herr Gärtner, entschuldigen Sie, Sie nehmen einen Monat lang kostenlos schon dran teil. Aber an der 143 SGL dran teilzunehmen und bei diesen 1000 mal 1000 Euro Ziehungen dran teilzunehmen, ne? Ja. Wie gesagt, dafür müssen Sie nur für den Umgewinn berechtigt zu sein zahlen. Aber bei uns zahlt sich das, wie gesagt, nach dem ersten Gewinn auch wieder aus. Ja, können Sie dann einfach was von dem Gewinn behalten stattdessen? Kann man das so machen? Herr Gärtner, das geht nicht. Ach so, ja, man kann ja mal fragen, nicht wahr? Ja. Also Herr Gärtner, Spielbeginn wäre dann auch für Sie der 1. Juni und das Spiel würde dann auch am 30. November für Sie enden. Und muss man das nochmal kündigen vorher? Nein, Herr Gärtner, Sie müssen nichts kündigen. Aber wenn Sie mein Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dann genügt nur ein Anruf. Wo denn? Ich gebe Ihnen dann auch einmal die Nummer, wo Sie anrufen können, ja? Ja, das können wir ja gleich machen. Aber ich wollte mir, was waren denn diese an? Ich habe jetzt 4 Lose im Moment. Nee, ich habe sie noch nicht, aber das war das, richtig? Genau. Ich bin ja am Überlegen, ob ich nicht doch 5 nehmen soll. Sie entscheiden ja auch selber, was Sie einsetzen möchten, Herr Gärtner, ne? Soll ich mal meine Frau fragen? Oh nee, da müsste ich aufstehen, da habe ich nicht so Lust zu. Sie können sich ja auch alles einmal durchlesen. Bei Änderungswünschen, ich schicke Ihnen das einmal alles zu. Bei Änderungswünschen genügt nur ein Anruf, ne? Wenn Sie sich dafür entscheiden, nee, ich will doch nicht die 4 los, sondern die 5, dann genügt nur ein Anruf bei uns, Herr Gärtner, ja? Ja, das ist sehr gut. Und genau. Und wann und Herr Gärtner, wann wollten Sie dann vorbeikommen? Wie meint Sie das mit vorbeikommen, Herr Gärtner? Ja, Sie haben ja vorhin was von Unterschrift gesagt. Da muss ja noch jemand dann vorbeikommen, dass ich das machen kann. Sie spielen ja auch ohne Unterschrift, Herr Gärtner. Ja, deswegen. Ich habe die ja noch nicht gegeben. Das muss ja gemacht werden vorher. Also, ich habe da ja Verständnis dafür. Aber es wäre schon gut, wenn die dann zu mir kommen, weil ich kann nicht mehr so gut laufen. Also, Herr Gärtner, das bekommen Sie alles schriftlich zugeschickt. Ja. Also, wenn wir zu vielen Adressen laufen würden, dann könnten wir ja gar nicht mehr telefonieren, ne? Ja, das ist ja nicht schlimm. Das würde ja die Umwelt schonen. Es sei denn, die würden mit dem Auto fahren. Mit so einem Diesel oder so. Also, Herr Gärtner, und da wir auch die Gewinne immer innerhalb 3 Werktage steuerfrei auf Ihr Konto überweisen müssen, müsste ich jetzt nur wissen, mit welcher Bank Sie registriert sind. Ist das die Commerzbank, die Sparkasse? Haben Sie nicht gerade gesagt, das kommt immer zum 15. Jetzt sagen Sie in 3 Tagen. Nein, die erste Abbuchung erfolgt immer zur Mitte des Monats. Ja, also wenn die Mitte des Monats 2, 3 Tage entfernt ist, dann kommt das zur Mitte, richtig? Herr Gärtner, Entschuldigung,
Der erste monatliche Betrag von 45 Euro zu circa 3 Euro, ach, von 60 Euro zu circa 3,50 Euro. Wo kommen denn jetzt die 3,50 Euro her? Das höre ich ja zum ersten Mal. Für die Nebenkostenpauschale, Herr Gärtner, kein Cent mehr. Für Abwasser? Für die Nebenkostenpauschale, für die Portogebühren. Ist das so ein dicker Brief, den Sie schicken? Das muss ja dann meine Frau immer lesen. Das sind limitierte Lospakete. Ja. Wie gesagt, wird erst nach 2 Wochen der Unterlagen von Ihrem Konto abgebucht. Insgesamt wären es 6 Abbuchungen nicht mehr. Ja. Und Herr Gärtner, wie gesagt, da wir auch die Gewinne immer innerhalb 3 Werktage Steuervorwiegekonto überweisen müssen und Sie jetzt einen Monat lang kostenlos an den Eurojoker schon daran teilnehmen, müsste ich wissen, mit welcher Bank Sie registriert sind. Die Sparkasse. Wie kommen jetzt? Steht das da dabei, dass ich bei der Sparkasse bin? Das ist falsch. Herr Gärtner, ich frage Sie, mit welcher Bank sind Sie denn registriert? Registriert bin ich hier beim Landratsamt. Oder meinen Sie, wo ich ein Konto habe? Genau, wo Sie Ihr Konto haben. Ja, Postbank, nicht wahr? Postbank? Und wo ist der Hauptsitz? In Saarbrücken. Saarbrücken. Jetzt fällt mir ab, Sie sind Süddeutsche Klassenlotterie, nicht wahr? Genau, die SKL. Jetzt ist ja das Problem, ich wohne ja in Norddeutschland. Darf ich da überhaupt mitmachen? Klar, Herr Gärtner. Nicht, dass Sie dann da Steuerhinterziehung oder der Länderfinanzausgleich, dass das da Probleme gibt. Ich will ja in meinem Alter nicht nochmal an die Front im Strafbataillon. Herr Gärtner, das geht nicht. Bei der Kontonummer müssten Sie mir einmal unter die Arme greifen, Herr Gärtner. Die müsste ich nur prüfen. Ich soll Ihnen und ich bin verheiratet, junge Frau. Was erwarten Sie denn von mir? Ich kann Ihnen nicht unter die Arme greifen. Entschuldigung, Herr Gärtner. Haben Sie denn gerade die Kontonummer parat? Ja, habe ich. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, es wird ja tausendmal, wenn ich was gewinne, das wird ja tausendmal verlost an einen Tag, richtig? Spiele ich da eigentlich? Ich hab da mal so eine Broschüre gehabt hier von Seniorenverbund. Da konnte man Bingo spielen. Und da ist das alles immer in so einen Mannschaftstopf gewandert, wenn man was gewinnt. Wie ist das denn bei Ihnen? Bei 1000 Zielen jeden Tag, ne? Ja, was ist das ja die... Herr Gärtner, das bekommen Sie alles noch einmal schriftlich von mir. Da können Sie das auch alles besser durchlesen. Ja, ich kann ja nicht mehr lesen. Ich bin ja fast blind im Prinzip. Ihre Frau kann Ihnen das ja vorlesen, Herr Gärtner. Ja, meine Frau ist ja taub. Das ist ja schwierig. Deswegen, ich wollte ja eigentlich nur wissen, wenn ich da was gewinne, ob ich das dann 1:1 selber bekomme oder ob das in so einen Mannschaftspool quasi reinwandert. Nein, Herr Gärtner, das wird Ihnen direkt auf dem Konto überwiesen, innerhalb 3 Werktage steuerfrei. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1000 Euro da erziele, dann kriege ich die auch. Die muss ich nicht teilen, genau. Wie in so einer Spielgemeinschaft. Genau, also die wird Ihnen dann direkt auf dem steuerfrei auf Ihr Konto überwiesen, ne? Also neulich, das muss ich ja nochmal nachfragen, ich bin ja immer sehr vorsichtig in meinem Leben gewesen. Neulich hat so ein junger Mann angerufen, der sagt, ich habe... auch wegen Gewinnspiel. Der hat gesagt, ich muss mir jetzt aussuchen wegen der Endauslosung, ob ich ein Auto möchte, eine Reise möchte oder eine Zeitung. Und er hat was von Gewinnsteuer erzählt. Da habe ich dann statt Gewinnsteuer zu bezahlen, habe ich so eine tolle Rätselzeitung für meine Frau dann abonniert, weil dann muss man das nicht bezahlen. Wie machen Sie das denn mit den Gewinnsteuern bei Ihnen? Das muss die ja geklärt werden. Die sind immer steuerfrei, Herr Gärtner. Aber warum waren die bei dem anderen denn nicht steuerfrei? Das weiß ich nicht, Herr Gärtner. Wie ist das denn mit Indonesien-Reisen? Sind die nicht steuerfrei, weil das nicht in EU ist, oder... Herr Gärtner, das weiß ich nicht. Jedenfalls haben Sie denn gerade die Kontonummer parat, die muss ich prüfen. Ja, können Sie da vorher vielleicht meine Frage beantworten? Welche Frage denn, Herr Gärtner? Ja, wie das denn, wenn das so hohe Beträge sind, gibt doch die Glücksspielsteuer. Herr Gärtner, da haben Sie sich den ganzen Gewinn für sich allein, das hört sich doch gut an. Ja, das hört sich fast zu gut an, deswegen frage ich ja. Genau.
Herr Gärtner, wie gesagt, da müsste ich jetzt noch einmal, da müssten mir einmal die Arme greifen bei der Kontonummer, da müssten Sie mir einmal helfen. Ja, wobei denn? Bei der Kontonummer. Ja, was möchten Sie da wissen? Das ist Postbank Saarbrücken. Die Kontonummer, Herr Gärtner. Die ganze IBAN brauchen Sie mir nicht geben. Die Kontonummer reicht mir schon. Ja, aber das gibt doch nur noch diese IBAN. Das andere bringt doch gar nichts mehr. Können Sie mir dann die IBAN parat geben, wenn Sie die haben? Nee, die habe ich ja nicht. Könnt Ihnen die Kontonummer geben, wenn Ihnen das irgendwas bringt. Herr Gärtner, das reicht mir dann, die Kontonummer. Ja, reicht Ihnen das? Nicht, dass das Probleme gibt für Sie hinterher. Das möchte ich ja nicht. Nein, Herr Gärtner, die Kontonummer reicht mir schon. Haben Sie gerade denn die Kontonummer im Kopf oder parat? Im Kopf habe ich nur meinen eigenen Namen. Ich müsste das kurz raussuchen. Machen Sie in Ruhe, Herr Gärtner. Ja, wie lange müssen Sie denn arbeiten? Also bis 18.30 Uhr, Herr Gärtner. Ja, das schaffen wir. Das ist ja fast noch eine Stunde. Ich suche das eben raus. Machen Sie das schon länger? Sie klingen so routiniert. Haben Sie denn gerade die Kontonummer parat, Herr Gärtner? Ja, ich suche gerade schon in der Schublade. Ich habe hier die ganzen Unterlagen hier von dem Gewinnspiel, da wo ich da die Reise gewonnen habe. Mhm. Da soll ich zu den Malediven fliegen. Machen Sie das schon länger, da die Arbeit? Und ich glaube, das habe ich gerade schon gefragt. Genau, Herr Gärtner. Also ich stehe ja unter amtlicher Aufsicht, ne? Unter welchem Arbeitsamt? Unter amtlicher Aufsicht. Ja, ist das das Arbeitsamt oder wer macht das? Hallo? Herr Gärtner. Ja? Herr Gärtner? Ja, ich bin hier. Haben Sie sich denn die Kontonummer schon rausgesucht? Ja, ich bin ja am Gucken. Ich habe hier viele Schubladen. Ich bin alter Mann, der Briefmarken sammelt. Da kommt einiges zusammen. Stehen Sie unter Zeitdruck oder müssen Sie zur Toilette? Da können Sie ruhig kurz eine Pause machen. Nein, Herr Gärtner. Dann ist ja in Ordnung. Da darf ich jetzt weitersuchen. Genau. Ja, erzählen Sie mir noch ein bisschen was dazu. Ich mag gern unterhalten werden, während ich Sachen suche. Oh, da ist meine Steuererklärung, die habe ich schon gesucht gehabt. Das ist gut, dass Sie anrufen, sonst hätte ich die nicht gefunden hier bei den Bestellungen von Hundefutter. Haben Sie auch Haustiere? Nein. Oh, das ist ja schade. Ich züchte Meerschweinchen. Möchten Sie vielleicht Meerschweinchen haben? Ich habe da diverse zum An. Ich habe so ein schwarz-weißes, das würde gut zu Ihnen passen. Das halt Fleckchen, habe ich das genannt. Hm. Ja. Also wir von der Krankenkasse suchen wir, nicht wahr? Ja. Also das ist ja im Prinzip, das ist ja die AOK Nordwest bei mir. Also Herr Gärtner, haben Sie denn die Kontokarte gerade parat? Die Kontonummer müssten Sie mir dann einmal jetzt wiederholen, also geben. Haben Sie nicht gerade gesagt, ich soll die Versichertenkarte raussuchen? Die Kontonummer. Ja, wofür brauchen Sie die denn? Ich musste nur prüfen, damit ich das so senden darf, Herr Gärtner. Ja, die ist richtig. Ich habe gerade erst heute damit bezahlt beim Edeka-Markt. Herr Gärtner, dann nennen Sie mal bitte die Kontonummer. Ja, sobald ich das Kärtchen gefunden. Ich leg das ja immer weg zu Hause, damit das nicht wegkommt. Ich habe die einmal verloren. Was meinen Sie, was das für ein Theater war? Das Herr ist Gärtner, schrecklich Entschuldigung, gewesen. Entschuldigung, ich darf normalerweise nicht so lange sprechen, ne? Also ich spreche zum ersten Mal so lange mit Ihnen. Ja, wir haben ja vorher auch noch nicht gesprochen. Also mit mir kann man sich schon sehr ausgiebig unterhalten. Da muss ich Ihnen schon zustimmen. Aber ich habe halt auch viel gesehen von der Welt. Ich könnte Ihnen, wenn Sie möchten, von meiner Reise nach Indien erzählen. Nein, Herr Gärtner, haben Sie denn gerade die Kontonummer parat? Ja, ich bin ja am Suchen. Wenn Sie mich nicht immer unterbrechen würden, wäre ich schon fertig. Und Sie fragen mich ja immer, ob ich die schon habe. Dabei suche ich die ja noch. Also im Prinzip ist das ja 1978 gewesen. Da hat mir mein Vater einen indischen Diener geschenkt. Und weil ich halt, sag ich mal, die Kultur auch verstehen wollte, weil der halt immer irgendwas von Ziegen erzählt hat,
Da bin ich mit dem nach Bangladesch geflogen und hab mir das da angeguckt. Ja, bitte. Können Sie mir denn die Kontonummer jetzt nennen, bitte? Ja, sobald ich die gefunden habe. Das ist ja gerade der Ziel des Gespräches. Ich darf normalerweise nicht so lange reden, Herr Gärtner. Ja, ich bin ja auch ein Ausnahmetalent. Das hat meine Mutter immer gesagt. Habe ich noch nie mit jemandem gesprochen. Das sollten Sie vielleicht öfter mal machen. Also ich finde, lange Gespräche sind, sag ich mal, die beste Bildung, die man im Leben bekommen kann. Wie jung sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Hallo? Herr Gärtner, das darf ich aus diesem Grund nicht sagen, da ich unter amtlicher Aufsicht stehe. Sind Sie vom Jugendamt minderjährig? Ich bin nicht minderjährig, Herr Gärtner, aber ich musste die Kontonummer bitte aufnehmen. Ich habe Ihnen doch auch mein Geburtsdatum verraten, da dürfen Sie mir nicht sagen, wie alt Sie sind. Herr Gärtner, ich stehe unter amtlicher Aufsicht. Ja, von welchem Amt? Die Kontonummer brauchte ich einmal jetzt. Welches Amt beaufsichtigt Sie denn? Das Bundesamt für Verfassungsschutz? Hallo? Herr Gärtner, die Kontonummer bräuchte ich einmal, damit ich das zusenden darf. Ja, das haben Sie schon mehrfach gesagt. Genau, Herr Gärtner, können Sie mir denn bitte die Kontonummer jetzt geben? Ja, ich suche die doch gerade. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Da müssen Sie schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Kommen Sie mal in mein Alter, dann wissen Sie, wie das ist, junge Frau. Das ist nicht mehr alles so einfach wie damals. Ja, da kann ich Sie auch verstehen, Herr Gärtner. Ja, dann ist ja gut. Dann darf ich jetzt weitersuchen, ja? Also, Herr Gärtner, dann muss ich das Gespräch natürlich jetzt auch abbrechen. Wie? Warum denn? Solange wie ich mit Ihnen gesprochen habe, habe ich noch nie. Ja, Sie haben mich ja auch noch nie angerufen. Herr Gärtner, ich brich dann das Gespräch ab und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag, ja? Aber warum denn? Junge Frau, hallo? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, ich darf nicht so lange telefonieren, Herr Gärtner. Ich gebe das dann so weiter und wünsche noch einen schönen Tag. Was ja? wollen Sie denn weitergeben? Ich wünsche noch einen schönen Tag, Herr Gärtner. Hallo, wie wollen wir denn jetzt verbleiben? Herr Gärtner, ich wünsche noch einen schönen Tag und gebe das so weiter, ja? Was wird denn jetzt passieren? Sie hat die einfach aufgelegt. Ich habe es geschafft, eine Dreiviertelstunde lang den dummen alten Mann zu spielen. Und ich würde sagen, das ist fast eine Kandidatin für die Anwärterschaft auf die dümmste Callcenter-Tussi. Aber das dürft ihr entscheiden, meine Freunde. Ich habe selten so viel Spaß gehabt.